Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Goodbye Deponia. Wir sind in der Kanalisation angekommen und was soll ich sagen? Bei einem vegetarischen Schleimmonster? Da sollten doch unsere Kinder gut aufgehoben sein, oder? Hey Schleimmonster, wie geht's dir denn? Ich habe hier nicht mal eine Hotspot-Anzeige, was ist das denn? Egal. Sorgen wir mal dafür, dass die Sicherung rausfliegt, oder? Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Genau. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Ah, sowas. Na, dafür können wir ja sorgen. Okay. Ich meine, die Dinger sind so gebaut. Na gut, habt ihr eine Idee? Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar, es ist windgeschützt, überdacht, es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Gretchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Die wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also das... ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Oh, ey. Meckerkatze24.de. Ja, das ist wirklich Meckerkatze24.de. Unfassbar, Rusty. Mensch, Rufus, und außerdem, du bist ja den Umgang mit Monstern gewohnt. Ich meine, du hast auch Tonis Mutter überlebt, oder? Entweder die wiederholen gerade die zweite Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Er sieht auf jeden Fall so aus, als wäre doch sehr guter Schuss. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Oh, die Antenne. Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Gut gemacht. Du wirst immer besser, Rufus. Der lernt eben doch noch was dazu. Nicht wahr, Goal? So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen Angst. Boah, ey. Meckerkatze24.de. Aber wirklich Meckerkatze24.de. Gut, dass Goal sich nicht so anstellt. Na gut. Dann gehen wir halt erstmal woanders hin. Wir haben ja schließlich noch das Aussätzigendorf und da bin ich ja mal gespannt. Was ein gewisser Herr Let's Player uns hier zu sagen hat. Ein Aussätzigendorf für ausgesetzte Kinder, das dürfte doch passen, oder? Aber gucken wir doch erstmal, was Gronkh hierzu zu sagen hat. Guten Tag, mein Name ist Gronkh und ich bespreche hier soeben diesen professionellen Audiokommentar, der überflüssige Gigabytes auf eurer Festplatte belegt. Ich werde mich bemühen, möglichst ausschweifend und uninformativ darüber zu reden, was ich im Grunde genommen in 10 Minuten Sprachaufnahme gemacht habe und werde es so verpacken, als hätte es Jahre gedauert, um diesen professionellen Anspruch zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie mir auch dabei zuhören und wir legen einmal los. Ja, was soll ich sagen? Es kommt mir
vor, als wäre es bereits Jahre her. Ich versuche, mich krampfhaft zurückzuerinnern. Goodbye, Deponia. Damals in Hamburg, die Sprachaufnahmen. Wie war das doch gleich? Ja, lasst uns einmal ganz kurz reminiszieren, wie es sich damals zugetragen hat in dieser kleinen, engen, heißen Sprecherkabine, in der ich jetzt immer noch stehe und Audiokommentare einspreche, nachdem ich gerade erst die Rolle von Goon in Deponia 3 einsprechen durfte und das Spiel selber noch nicht gespielt habe, jetzt aber so tun muss, als wüsste ich darüber Bescheid. Es ist ein großartiges Spiel. Selten habe ich so etwas Gutes gespielt und gesehen und die Dialoge fantastisch einfach wieder dargestellt. Und man möchte beinahe meinen, dass dieses Spiel endlich die Diskussion darüber beendet, ob Spiele denn Kultur sind. Denn dieses Spiel ist kein Spiel. Es ist einfach ein Stück Reinkultur. Und wenn ich rein sage, dann meine ich nicht den dreckigen, stinkenden Fluss. Nein, ich meine die Reinhaftigkeit eines Rubins, eines Diamanten, so rein, wie nur das Leben selbst sein kann. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich diesen Scheiß immer noch anhören, den ich hier verzapfe gerade. Auf jeden Fall, man hört es schon, eine ausgelassene Stimmung hier in der Südkurve, hier im Studio auch. Draußen wird auch schon geschmunzelt. Man tut so, als wäre das lustig, was ich gerade fabriziere, aber in Wahrheit müssen die es ja dann später auf den Datenträger pressen. Ich bin ja fein raus aus der Geschichte. Und auf jeden Fall kann ich sagen, Ich versuche hier abzuleiten von dem, was ich gerade aufgenommen habe, von diesen Gesprächsfetzen versuche ich immer so ein bisschen abzuleiten, was passiert in Goodbye Deponia, was erwartet mich dann im kommenden Let's Play, was wahrscheinlich zum Zeitpunkt, während ihr das hier hört, vielleicht schon gelaufen ist, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall habe ich festgestellt, Goon hat eine heiße Freundin. Ja, endlich! Und ich frage mich, wie ist das passiert? Ich meine, der hat im letzten Teil alles vollgestunken. Ganz ehrlich, die hat er doch bewusstlos irgendwo aufgelesen. Die war in seinem Dunstkreis wahrscheinlich, ist dann zusammengesackt. Und er hat sie dann erstmal, ich weiß nicht, hat er vielleicht noch eine Datasette eingeschoben in den Kopf oder sowas. Das kann ich mir gar nicht anders erklären, weil sie ist heiß und er stinkt. Ach so, die Frauen haben keine, aber die haben ja Augen. Ich meine, irgendwas muss doch da falsch laufen. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass die jetzt wirklich auf ihn dann, also weißt du schon. Das weiß ich nicht. Was ist eigentlich, ganz kurz, Poki, man hört dich ja auch in der Aufnahme, ne? Ach, das ist ja wunderschön, dass man den Poki jetzt nicht hört. Ich wollte gerade fragen, was mit dem Gondoliero sein wird. Aber ihr wisst es natürlich bereits, ob er im dritten Teil vorkommt oder nicht. Ich weiß es nicht, ich stehe hier gerade mit drei Fragezeichen. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, Goon hat eine heiße Freundin. Und ich glaube, Rufus schafft es einfach, jegliche Hoffnung zu sprengen, die da jemals für den alten Penner gewesen ist. Und ich bin sehr gespannt, ob wir vielleicht, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht geschlagen, dass ich Vermutung anstelle, ob wir vielleicht Goon oder auch und oder Rufus vielleicht in einem weiteren Spiel jemals wiedersehen. Aber natürlich sind das nur Spinnereien. Erstmal gilt es natürlich jetzt, dieses Spiel zu spielen. Und wenn du dir die Trilogie gekauft hast, hoffentlich auch ehrlich und legal. Wie gesagt, Leute wollen ja auch was essen. Die wollen ja auch ein Obdach haben und so weiter. Man muss ja sein Schärflein zur Gemeinde beitragen. Und wenn du dieses Produkt kaufst, dann führst du ja auch Steuern darauf ab. Das heißt, wenn du dieses Produkt kaufst, unterstützt du nicht nur die Entwicklung, sondern du unterstützt auch Deutschland für tolle Straßen, für ein tolles Bildungssystem. Mit diesem Produkt hast du der Welt oder halt uns einen großen Dienst erwiesen. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß an den Spielen. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß bei den Aufnahmen, auch wenn es immer nur sehr kurz ist. Leider viel zu kurz. Aber ich hoffe, das lässt sich noch ein bisschen ausbauen. Ich hoffe sehr viel, was am Ende dabei rauskommt. Das wissen wir noch nicht. Und ich hoffe auch, ihr gebt die Hoffnung niemals auf im Leben. So, nach so viel Melodramatismus möchte ich mich jetzt verabschieden. Tut mal lieber was Sinnvolles, als euch mein Geseier anzuhören. Und spielt lieber ein paar Spiele oder geht doch mal raus und genießt die Sonne und spielt die Spiele auf dem iPad. So, jetzt aber Horrido und Tschüsschen. Danke fürs Zuhören, euer Gronkh und danke fürs Dabeisein. Tschüss. Ja, du hast gut reden. Ich muss ein Let's Play davon machen, wie du dir hier gerade in Wolf redest. Unfassbar. Aber interessanter Fakt. Das ist mir so... Ich habe da noch nie drauf geachtet. Aber es ist wirklich so die... Die ganzen Frauen in Deponia haben keine Nase. Ist das jemals irgendwie thematisiert worden in irgendeinem Entwicklerkommentar oder sonst was? Und ich habe das jetzt irgendwie einfach nur nicht mehr bewusst. Ey, die haben halt echt alle keine Nase. Ja, dann ist es ja kein Wunder, dass Goon bei ihr landen konnte. Goon und June, sind sie nicht ein tolles Pärchen? Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Die haben einfach alle keine Nase. Entschuldigung. So,
Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Aber von dem Drehorgelspieler schon, oder? Er erinnert mich so ein bisschen an Boso. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken, aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Zloty. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Guter Trick. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Ich könnte mir vorstellen, dass er das wirklich macht, wenn du ihn weiter provozierst. Oh, was haben wir hier alles Schönes? Eieiei. So viele Hotspots. Hey Rusty, was sagst du dazu? Ach, müsst ihr mir die ganze Zeit hinterher dackeln? Ja. Tja, wie ihr wollt. Aber ihr wisst hoffentlich, dass Kinder, die Erwachsenen widersprechen, von bösen Clowns gefrühstückt werden. Oder von Menschenaffen. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Ja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Okay. Mit solchen Typen. Hier. Nehmen wir mal die Sprosse und dann hauen wir ihm eins vor die Sprosse. Okay, alternativ kannst du sie auch zum Punkt. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch! Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Oh. Interessant. Der Mitstacker. Niedlich. Die haben ja schon Freunde gefunden. Ja. Hey, ihr Zwerge. Anmarsch. Nochmal gut gegangen, oder? Reden wir mal mit Gun und Schuhen. Gun, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein alles, Freund von aber dir? Genau das. Weit davon entfernt. Himmel, Gun, warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe 3 in Worten... 3 verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß, du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Seilbahnhof. Ha, du hab ich nur meine Manieren gelassen. Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber Gun. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Wie lange war Rufus eigentlich weg? Unfassbar, was sich in der Zwischenzeit alles getan hat. Ach, die guten alten Zeiten. Mit Gun. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hätte dir Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genau so zu stinken wie die. June,
Glaub ihm kein Wort! Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Interessant. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und Stand jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Genau. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knick, knack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Knickknack. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla. Für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Grun, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Grun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Goon, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Goon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Genau, wir machen ihm jetzt umgehend eine Freude. Let's Player haben sonst nicht viel im Leben. Da muss man schon mal irgendwie was machen. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein, ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Goon? Goon, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Ich bestehe... Nicht, wir sind glücklich. Ja, glücklich. Radi, was hat... Lasst euch... Ist das nicht... Goon? Aha. Okay. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon. Du solltest besser auf Goon hören, wenn du mich fragst, June. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen.
Nach ein oder... Ich finde es interessant, dass du das Gewicht mit den Augen beurteilen kannst. Vielleicht steht es aber auch irgendwo drauf. Rufus, bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Haha! Mensch, toll, du! Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Klopapier mit Luftpolstern, das hat was. So, ich will dieses tolle neue Interface jetzt mal ausprobieren. Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super. Sag ich ja. Genau. Okay, aber dafür muss ich wohl... Aber was könnten wir... Wir könnten zum Beispiel die Antennengabel mal runtergeben, ich oder? Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert nicht... Ja, genau. Warum wollte ich es erst da rein tun? Dafür haben wir doch das tolle neue Interface. So, egal. Schön. Jetzt haben wir die Antennengabel. Hey, guckt mal, ich habe was richtig Großes für euch. Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Vielleicht. Ja, hier kann ich leider nichts mehr machen. Aber wir gehen auf was zur Fun-Texte. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Ich live sah. Aber es war... Das kommt immerhin und es... Ah, nee. Ich muss okay, nichts Neues. Doch, Moment mal. Ist das Wasser hier... Wie gesagt... Gott zum... Ja, schon wieder. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Okay. Wir könnten ja mal. Er hat schon eine Antenne. Ah, hätte ja mal probieren können, ob man es irgendwie austauschen kann. Aber das hier kann. Aber. Hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Hey, Rusty! So, Rotterbundchen! Boah, Die Meckerkatze24.de ist wieder da. So, Raum und kalt. Bittchen. Oh, lecker. Rusty will's also schon mal nicht machen. Ach man, ey. Nochmal. Aua. Aber warum nur der Strom? Wenn ich doch nur gleichzeitig... Dann würde sie bestimmt... Tja. Sieht nach einem neuen Rätsel aus. Also wenn ich sie damit nicht rausbekomme, möchte ich Humpelfried heißen. Nee. Hey, Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Strom spielen. Entschuldigung, Onkel Humpelfried. Ja, so Humpelfried, das war wohl nichts. Das hast du dir wahrscheinlich anders vorgestellt.
Aber ich glaube, es war schon mal ganz gut, dass wir die Antenne weitergegeben haben. Aber sonst... Das Irk brauchen wir für irgendeinen anderen Rufus. Ich lasse mir was einfallen. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal Schluss. Und ja, ich glaube, im nächsten Part geht es weiter in einer sehr interessanten Welt. Die Teigtaschenfaust. Das ist der Hammer. Okay, bis dann.